So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario Maker 2 und das letzte Mal haben wir uns wieder ein bisschen bei beliebt umgeschaut, haben auch das Level von Alina nochmal gespielt, haben auch... Ne, das war's. Das war's. Und dabei ein super cooles Metroid-Level, also das war ja großartig. Und jetzt habe ich mir gedacht, ach komm, tun wir uns halt nochmal ein bisschen Trash an und gucken bei vielversprechend rein. Es ist eigentlich schade, dass man davon ausgeht, dass bei vielversprechend Trash ist. Aber allein, wenn ich mir das hier schon wieder angucke. Was ist das denn? Wie schaffen es Hex bei vielversprechend zu Hex? Wie schaffen es Level bei vielversprechend zu landen? Welche Kriterien sind das? Eine möglichst hohe Herzrate oder... Ist das sein Ernst? Das ist ja wie der Lag-Simulator. Was ein Blödsinn! Warum? Aber wisst ihr, was ich da jetzt mache? Da holen wir uns jetzt natürlich den Rekord. Nein, euch hätte ich fast dein Herz gegeben für den Schwachsinn. Aber da holen wir uns jetzt erstmal einen Rekord. Oh, ich bin gar nicht so viel schneller. Oh, ich hätte jetzt gedacht, ich bin schneller. Bin ich gar nicht. Oh, das ist ja auch interessant. Ich bin nicht so viel schneller. Habe ich jetzt den Rekord oder nicht? Ich habe nicht drauf geguckt, welche Zeit das war. Doch. Okay, geht das noch schneller? Höchstens mit dem wahrscheinlich am Anfang. Aber ich glaube, das reißt nicht mehr viel raus. Ja, und jetzt habe ich Quatsch gemacht. Das war blöd. Das war blöd. Ich glaube, höchstens das kann ich am Anfang noch machen. Aber ansonsten ist da nicht viel drin. Na, ich glaube, das ist alles, was ich machen kann. Ich darf jetzt nichts mehr anderes machen. Aber warum ist sowas bei vielversprechend? Das hat da einfach überhaupt nichts verloren. Na, war das jetzt schneller? Wir werden sehen. Wenn, dann ein paar Millisekündchen, aber nicht viel. Ja, okay. Aber ich glaube, viel mehr geht dann nicht mehr. Wieso ist sowas bei vielversprechend? Was ist das? Einer hat's gespielt, einer hat's geschafft. Derjenige hat 13 Sekunden gebraucht. Wodurch hat es jetzt das geschafft, bei vielversprechend zu landen? Wegen den 100%? Was muss ich hier denn machen? Einer hat einen Schlüssel oder was? Hä? Muss ich in eine Röhre rein? Hä? Muss ich einen Schlüssel suchen? Ist hier irgendwo ein Block mit einem Schlüssel? Hier ist irgendwo ein Block mit einem Schlüssel. Oder was? Hä? Nee, hier ist einfach nichts. Ich kann doch auch nicht durch die Röhre. Oder habe ich jetzt einfach den schon mit dem Schlüssel nicht gekillt? Aber es kann ja auch nicht sein. Kann ich einem Koopa, der aus so einer Röhre rauskommt, direkt einen Schlüssel geben? Wäre mir neu.
Werde mich gleich erschrecken, wenn es irgendwann auslöst. Hä? Ich hab Fragen. Kommentar. Hä? Was? Ich komme da nicht rein, das geht nicht. Ist einer von den Koopas der Schlüsselträger? Ach, die sind schon da! Die sind schon da. Nein, du bleibst. Die sind schon da von Anfang an. So. Das ist dumm! Clawship. Also zum Level gerade möchte ich jetzt nichts mehr sagen. Oh mein Gott, ist das dämlich. Hey, das sieht sogar ganz vielversprechend aus. Oh nein! Es sieht wie ein Level aus, unfassbar. Nee, das machen wir nicht. Es sieht nicht nur wie ein Level aus, es ist ein Level. Okay, hier wäre die... Hier. Oh mein Gott, hier wäre ich alternativ hochgekommen, wollte ich gerade sagen. Checkpoint. Röhre. Oh. Es ist ein bisschen kurz, aber es ist schon okay. Wenn es jetzt nur den Boss hier gibt, gut, es ist ein bisschen arg kurz dann tatsächlich, aber... Ach. Lol. Eistapfen regelt. Aber... Ah, oh, es ist noch gar nicht zu Ende. Okay, ich habe nichts gesagt. Ja gut. Da jetzt kommt hier ewig die Challenge, aber war dann doch wieder keine. Muss jetzt fliegen. Oh boy. Aber kann ich es jetzt noch schaffen, ohne zu fliegen? Oh. Ja. Es ist ein Level. Es hat nichts falsch gemacht, es ist ein bisschen kurz und einfach, aber es hat nichts falsch gemacht. Oh, und guck mal, es ist für gegeneinander, aber für gegeneinander ist es schon wieder dumm, weil es ja ein Boss eingebaut und eine Schlüsseltür. Also das ist dann kein gutes Gegeneinander. Land gegen Wasser. What are all these fish doing on land? Make it to the end to find out. 2, 14 und 5%. Let's go. Das ist meine...
Das ist meins. Da sehe ich mich. Let's go. Okay, ich weiß nicht, ob das so klug war, aber wir haben es jetzt mal eingesammelt. Ah! Können wir nicht? Das ist gut. Oh boy, ich will jetzt nicht hier. Ah, das war dumm. Nein, die fallen runter. Oh, das war jetzt auch nicht so der smarteste Weg. Ach Gott, okay, ich hab's nicht gesehen. Da habe ich nicht aufgepasst, da war ich zu voreilig. So, da wir da drüben eh eine Blume kriegen, kann ich das hier alles überspringen. Weil da nützt mir der Pilz vom Anfang ja auch nichts. So, die behalten wir jetzt aber. Und sind diesmal einfach nicht so blöde wie gerade. Siehst du? Aber dafür bin ich jetzt hier blöd. Aber da kriege ich direkt eine neue Blume. Jawohl. Sehr schön. Das ist eigentlich echt schön zum einfach durchlaufen. Das bietet sich. Oh mein Gott, was? Ach so, das geht in der. Oh, ich Doofkopf. Da ist eine Röhre. Das ist jetzt der gleiche Raum? Ja, nur unter Wasser. Ja, das ist exakt der gleiche Raum. Mit der gleichen Stelle von Power-Ups sogar. Sehr cool. Das heißt, jetzt kommen wir dann am Ende nach oben. Ja, Junge, ist in Ordnung. Da ist er hinüber. Sehr gut. Jetzt kommen wir am Anfang, dann kommen wir jetzt nach oben. Badam, 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 badam. Ah. Da ist er wieder durchgedreht. Yo, Brudi! Oh, ich komme hier nicht nach oben, weil ich will. Hä? Ach so, oh nein, ich sehe was. Ich soll den Block hier auslösen. Ah, da ist mein Schlüssel. Und mit der Tür komme ich jetzt wohin? Ah, okay. Alles klar. Jetzt kann ich hier durch die Tür. Zack. Und da ist das Ziel. Okay, nehme ich mit. Der wird nicht lange halten, weil ich nicht richtig gespielt habe, aber schönes Level. Gut. Lakitu Attacks May Be Hard wurde von Matu gespielt. Ich hoffe, es hat dir gefallen, Matu, mir nicht. Mir gefällt mein eigenes Level nicht. Nein, nein. The Drop. Lassen wir uns mal droppen. Sliding Fun. Descent down from Mount Mushroom to Yoshi Town. Let's go. Dann descenden wir mal nach unten. Ist Descent nicht alleine schon, dass es nach unten geht? Aber warum nicht? Hui, hui. Bisher sehr schön. Oh, okay, da muss ich ein bisschen weiter. Ich dachte, es ist nur zum Rutschen, aber ist es nicht. Ich muss auch ein bisschen was tun. Oh, da hatte ich ein bisschen Bedenken, aber es funktioniert. Okay, da gehen wir nicht rüber. Oh boy. Okay, alles klar. Trotzdem. Huch.
Trotzdem müsste ich die Pflanze doch auch kaputt kriegen, oder? Nur mal so theoretisch. Ich wollte es mal austesten. Ich wüsste nicht, was es mir bringt, aber theoretisch müsste die kaputt gehen. Nicht mal einen Sound hat er eingebaut. Nee, ich muss da schon rennen. Okay. Okay. Oh boy! Ah, es ist haut nicht so ganz mit. Also es ist jetzt nicht so ganz wie ein Speedrun, dass man einfach nur springen muss. Dafür funktioniert es nicht ganz so. Ich glaube, ich muss da mehr machen, als nur zu springen. Aber hier, da doch, hier ist es dann wiederum besser. Einfach nur zu springen. Okay, cool. Okay, die fallen gar nicht runter. Soweit sieht das okay. Da würde ich jetzt lieber laufen, um ehrlich zu sein. Ich bin jetzt nicht ganz so sicher, was ich mit dem Stachel da anfangen soll. Ich würde ihn lieber mal lassen. Ah, alles klar. Checkpoint, sehr gut. Ach du grüne Neune, wer hat den Schlüssel? Ah ne, gar keiner. Hä? Ach, da unten fährt einer rum und der wird dann hier gleich was auslösen. Also geht's nur darum zu überleben. Ja, okay, alles klar. Gut, und da ist Yoshi Town. Ja, das war doch auch ganz nett. Kann man schon anbieten. Chuchu. Fahren wir Zug? Komm, wir fahren Zug. Sammle alle 10er-Münzen, 3 und erreiche das Ziel. Achso. Ah, es ist... Okay, wir fahren gar nicht Zug, sondern... Wir laufen Zug. Und wir zerstören Zug. Ah, das war blöd. Ach, nö. Ach, sowas mag ich ja immer überhaupt nicht. Weil es einfach nur... Das ist einfach nur ein ödes Level-Design an der Stelle. Wenn man einfach nur warten muss, bis man die... Ah! Ach. Ja, gut. Wir lösen schon mal gleich die erste Bombe aus, während wir die erste Münze holen. Und dann brauchen wir gleich noch... Nein, der ist nicht weit genug. Dann brauchen wir eh gleich noch eine. Oh, nö. Machen wir erstmal kaputt. So. Und jetzt können wir dann problemlos die... Oh. Ah, das mit den Bomben ist doof. Da spielt meine Ungeduld nicht mit, weißt du? Das ist das Problem. Da spielt einfach meine Ungeduld nicht mit.
Na gut, jetzt geht's. Jetzt geht's. So, danke schön. Hätte man das sehen können? Naja. Nach! Obwohl ich es wusste, jetzt habe ich Quatsch gemacht. Oh, hi. Wie komme ich da unten hin? Ach so, einfach von da. Ah, ist ein bisschen kurz, das Level. Ah, ist ein bisschen kurz, ne? Oh, jetzt, wenn ich in die Säge noch rein wäre. Eieiei. Ja, es ist jetzt... Okay. Ist jetzt kein Buh, aber ist jetzt auch kein Toll aus Gründen. Minigolf. Play golf with your friends. I hear they have explosive personality. Oh, die Bomben. Golf mit Bomben. Schauen wir mal. Ach, deswegen Bombity, Bombity. Wir gucken mal, wie es ideentechnisch gemacht ist. Und dann schauen wir mal, ob das interessant ist oder nicht. Okay. Also wenn es nur immer da durchwerfen ist, dann ist es nicht ganz so spannend. I'm sorry. Ja, wenn es nur immer durch so den Ring werfen ist, dann ist es nicht ganz so spannend. Oh nein! Muss ich dann ja ehrlich sagen. Nein! Hä? Wie klein ist diese Lücke denn bitte? Nein! Okay. Was? Und dann trifft das nicht mal, ne? Oh mein Gott, ist das mein Ernst? Dankeschön. Okay. Oh. Ah! Aua. Das ging ins Gesicht. Ach, ja. Jetzt sehe ich erst, was ich... Ich bin so doof. Ich wollte das nach unten auf Bowser werfen. Ich soll, muss das durch den Ring hauen. Oh mein Gott, bin ich blöd. Durch den Ring und dann fallen die Manche auf ihn runter. Dankeschön. Oh boy. Ah, hier ist ein Power-Up. Ich treffe nicht. Jetzt. Jetzt ist er tot. Nice. Okay, das muss ich jetzt so treffen, dass es eins kriegt. Okay. Mist. Oh no. Oh no. Yes, oh no. Komm schon. Komm schon! Oh mein Gott. Yes! Und nochmal... Oh. Und hoch! Yes! Mein Gott, ey! Okay. Okay, die fällt wieder auf mich drauf. Diesmal denke ich da dran.
No! Gut. Ah, das muss ich jetzt ein paar Mal machen. Okay, verstanden. No! Gut. Nee, das ist noch einer. Nee, noch mehrere. Wow. So, jetzt noch einmal. Gut, das war's. Nein, die ist... Jetzt aber. Nein, die ist nicht... Warum ist die nicht? Ach, komm schon. Jetzt ab. Huh! Ich dachte gerade schon, ich versau's nochmal. Ah, okay, aber das kann ich von hier nochmal drücken. Ah, okay. Ja, hat schon ein paar interessante Ideen. Es war dann doch ein bisschen besser, als einfach nur durch die Wand werfen. Oh, wir hätten sogar fast den Rekord gehabt, wenn ich nicht so oft gestorben wäre. Doch, kann man schon anbieten. Hat schon interessante Ideen gehabt. 3D-Welt Remix gegeneinander. Na, jetzt gucken wir mal, ob das wirklich als gegeneinander geeignet ist. Kommentare sind ausgeschaltet. Da ist jemand nicht kritikfähig. Ist das gemein zu sagen, jemand ist nicht kritikfähig, nur weil er die Kommentare von Anfang an ausschaltet? Okay, Katze. Okay. Moment, wofür gab es überhaupt eine rote Mö... Ich bin irritiert. Ich bin von diesem Level-Design irritiert. Hier fehlt was. Eine Wand. Zum Beispiel. Ah ja. Gerade wenn die Kommentare aus sind, ne, das ist wirklich ein bisschen. So. Bewertungen kannst du nicht ausstellen. Was soll denn sowas? Da werden wirklich so viele Sachen angebracht zu sagen. Und es ist nicht gerade sein erstes Level. Ja. Und man hat von Anfang an Kommentare ausgeschaltet. Oder er hat halt am Anfang nicht ganz so freundliche Kommentare bekommen und dann irgendwann ausgemacht. Ich weiß es nicht. Deku Tree Basement. King Dodongo Battle. Yabu Yabu Baranat? Was? Oh, jetzt wüsste ich mal, was soll denn Baranat heißen? Temple of Time, passt sogar. Forest Temple. Water. Water Temple. Water. Shadow Temple. Oh, das passt. Spirit Temple. Ganons Kastal.
Das sind Snow Trolls. 3D World Remix. Dark Palace. Also viel Zelda hat er versucht zu bauen. Okay. Thematisch ganz interessant, aber... Ja. Gehen wir noch in Vulkan? Komm, wir gehen noch in Vulkan. I hope you have fun. I hope so too. Mr. Sack. Ah, wir sind schon bei 30 Minuten. Mist. Ich muss aufhören. Ich muss aufhören. Ich hatte gerade Angst. Aber da, wo das Feuer rauskommt, muss ich rein. Oh mein Gott. Ach so. Hä? Wait, wie soll ich das denn machen, wenn ich die Feder verliere? Wie zum Beispiel jetzt. Ich komme nicht mal mehr raus. Das ist ja super gut durchdacht. Ja gut, hier sind dann nochmal Federn. Wenn man doof ist, wie ich. Aber es nützt ja gar nichts, hier nochmal eine Feder hinzusetzen, wenn du gar nicht mehr hochkommst. Na, das haben wir ja gerade festgestellt. Oh, ist das mein Ernst? Ja, cool. Ja gut, ich brauche dir zum Glück nicht mehr bestimmt. Toll. Ich glaube, ich bin RIP. Nee, ich bin noch nicht RIP. Aha. Checkpoint! Checkpoint! Danke. Ich dachte schon, ich versau das. So hätte ich übrigens bei mir die Federn auch machen sollen. Dann würde man da nicht dran vorbeisegeln können. Und auf so eine Spur setzen. Das wäre schlau gewesen, aber ich war leider nicht schlau. Ich habe noch nicht so ganz den Vulkan hier gesehen, aber... Wahrscheinlich sollte das alles hier der Vulkan sein. Ah ja! Ja. Ein bisschen ungünstig die eine Stelle. Ne? Boss. 7 Sekunden. Let's go. Boss. Ich nehme an, man kann dann einfach drüber springen oder irgendwie. Wie schafft man das in 7 Sekunden? Was? Geht es das in 7 Sekunden? Okay. Aber was mache ich denn? Blödsinn mache ich, richtig. Wieso springt der denn immer ab? Mach das nicht, Mario. Ja, Boss, alles klar. Boah, aber 7 Sekunden ist happig. 7 Sekunden werde ich nicht schaffen. 10. Ah, jetzt habe ich den Dings nicht mitgenommen. Das ist natürlich schon wieder blöd. Nee. Den muss ich schon mitnehmen, ne? Ich brauche den einen Hit da, sonst gehe ich ja kaputt.
So. Das sind keine 7 Sekunden gewesen. Wie viel waren das? 8. Na fast. Eine Sekunde noch rausholen. Ich mach doch da keinen Ansprung. Ja, das war jetzt blöd, weil jetzt habe ich den Hit hier nicht mehr. Ja. Nein, du musst den mitnehmen, Mann. Das könnte jetzt knapp werden wegen... Ja, ich muss hier noch die Invisible Times haben. Frames. Ah! Keinen Wandsprung. Alter Mario, hör auf damit. Ja, das ist auch schon blöd. Warte, was kam da raus? Ach so. Habe ich die Zeit? Oh, dann macht er wieder einen Wand. Ich gib dir gleich einen Wandsprung ins Gesicht, Junge. Nee, das ist viel zu knapp. Ich muss schneller sein. Es muss doch möglich sein, da so hoch zu kommen, dass man diesen Sprung da nicht extra nochmal hat. Das muss doch gehen. Das geht, ich weiß, wie ich es mache. Ich weiß, wie ich es mache. Ja, ungefähr so. Ich setze mir den weiter oben auf. Da setze ich mir den auf. Da oben setze ich mir den dann auf. Genau so. So. Sind das meine 7 Sekunden? Sind das meine 7 Sekunden? Sind das meine 7 Sekunden? Komm schon! Mist! Ah. Ich krieg das. Ich krieg das. Ah, dass der nicht direkt in die Hand fällt. Das sind jetzt aber meine 7 Sekunden. Komm. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Das war besser als vorhin. Komm schon. Yes. Okay, danke fürs Zuschauen. Und tschüss.